Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh rum? Ha. Huh. Naja, auf geht's. Diese Zeichnungen sind irgendwie voll creepy. Als wären die so Zeichnungen. Was haben wir denn hier? Plasmaenergie. Plasmaenergie. Midi-Pack klein. Danke. Dankeschön. Erstmal eine Runde speichern spielen. Ja. Boah, Aufnahmezwischen ist auch schon fast eine halbe Stunde. Crank. Ja, ich weiß, ich hätte in die andere Richtung gehen können, aber ich will erstmal gucken, was da hinten los ist. Warte, genau hier. Anscheinend. Für eine Hausparty oder eine Danceparty. Klingt so. Kanister, geh vor. Der weigert sich. Was für ein Lappen. Oh, Cyberklos. Die sehen echt heiß aus. Oh, da hat er jeden aber kräftigen Durchfall hier. Oh, wie der die Schüssel voll gesammelt hat. Und Blut im Stuhl ist ungeil. Der sollte mal zum Arzt gehen. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Ah, creepy. Da schwimmen Babys. Hilfe! Um Gottes Willen! So helfen Sie mir doch! Hilfe! Was zum Fick? Ich will nachladen. Okay, ich muss nicht. Sehr gut. What the fucking fuck fuck? Fuck. Das Viech ist da drin. Warum soll ich da jetzt reingehen? Was? Mega creepy. Wie krank ist das? Was zum Fick ist das hier für ein Spiel? Okay, gut zu wissen, die springen nicht mehr.
Alle wollen mich doch verarschen, ey. Boah, nee, ey. Ich hör's schon. Da! Diese Schlampen aus. Soll niemandem zuzumuten, ey. Ich glaube, das Leichteste ist immer noch, wenn die mich anspringen. Weil ich die dann wirklich wegtreten kann. Bei denen ist es auch so schwer, die Körperteile zu finden, die man da wegsprengen muss, ey. Ein paar Wirbelsäulen, whatever. Don't trust them goddamn babies. Oh, niemals den kleinen Kindern. Ich werde nie Vater. Das habe ich gemacht, ganz ohne die zu berühren. Cool, oder? Ja? Palim, palim. Alles cool hier? Ah, ich bin durch inzwischen. Hab das. Okay, das Termit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Was? Ich habe erstmal die Energieknoten. Einfach nicht drüber nachdenken, einfach gehen. Ich wollte gerade den komischen Modus wechseln, aber ich war zu paralysiert, um zu begreifen, wie man das überhaupt gleich nochmal macht. Das war mit Leerzeichen, ne? Den Modus ändern. Das war so. Das muss ich mir merken. So, das heißt, wir bringen das Termit jetzt mal an, du, ne? Habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich. Oh, Tab, damit kann ich ja was öffnen. Den Ding kann ich verkaufen, um Credits zu bekommen. Cool. Und Energieknoten habe ich ja auch noch. Erstmal verkaufe ich den einen Gegenstand im Shop. Das ist 3000 wert. Nicht gut. Aha. Schon kann ich mir die Strahlenkanone, das Impulsgewehr oder den Flammenwerfer kaufen. Oh, der Flammenwerfer. Das klingt auch heiß. Das klingt auch so, als hätte der einiges drauf. Das Impulsgewehr, Strahlenkanone. Ach, da ist eine Beschreibung.
Slicer mit breitem Strahl und zeitgesteuerten Minen. Militärisches Sturmgewehr mit hoher Feuerrate. Also, es gefällt mir eigentlich. Hydrazin-Industriebrenner. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Ich bin ja eigentlich fürs Impulsgewehr soweit. Ja, komm. Das können wir uns dann das nächste Mal kaufen, sobald wir wieder genug haben. Ich habe eine neue Waffe. Und 3, kann ich das ändern? Das Ding. Würde ich eigentlich gerne verschieben. Und warum habe ich das jetzt auf 3? Ah. Oh, me gusta. Erstmal speichern. Map, was sagst du? Ah, ich habe noch nicht alle Komponenten. Fick dich. Immerhin habe ich jetzt eine neue mega geile Waffe. Ja, Licht geht doch einfach aus. Ha! Yo, Bro. Kann ich nicht abschießen? Was soll ich dazu jetzt noch sagen eigentlich? Außer LOL. Man hat mir noch ein bisschen Plasma-Energie gegeben. Was? Also man muss ihm ja lassen, dass er geil drauf war, der Macker da hinten. Der hat sich's leicht gemacht. Das ist eine Werkbank. Ich kann wieder was aufrüsten. Das ist auch immer geil. So, ich kann das Impulsgewehr jetzt aufrüsten. Ein Plasma-Cutter. Mein Rig. Bisher habe ich ja nur den Plasma-Cutter aufgerüstet. So, Rig. Kines-Modul. Was ist Kines? Kines? Ach so, das Fernsteuermodul-Dings. Das kann ich auch noch aufrüsten, die Reichweite. Und Stasi. Ich bin ja momentan eigentlich eher fürs Rig. Trefferpunkte. Oder den Schaden vom Impulsgewehr. Ha. Ne, ich glaube erstmal ans Rick.